Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia. Ja, der große Deal hat sich in einen großen Albtraum verwandelt. Wir versuchen jetzt hier erfolgreich zu flüchten. Ich versuche jetzt nicht mehr, mich mit den anderen anzulegen und die Bullen auf den Plan zu rufen. Ich versuche, solange der Truck noch einigermaßen funktionsfähig ist, mit ihm zu flüchten. Jetzt ist doch Polly neben mir, der kann mich jetzt verteidigen. War vorher eine schlechte Idee, auszusteigen und die Gegner zu erledigen. Dachte eigentlich, es wäre eine gute Idee, aber naja, wie es meistens immer so ist, wenn man denkt, dass man hat gute Ideen, dann... So, unsere Verfolger... können jetzt natürlich bergauf schön aufholen. Versuch's zur Abwechslung mal mit dem Lenkrad! Ja, versuch's zur Abwechslung mal, dich zu wehren. Komm, Pauli, schieß auf sie! Ich will nicht sterben! Mein Gott! Du, willst du, dass ich aufgehe? Alter! Ja, toll, noch ein HP und das Ding bewegt sich nicht mal einen Millimeter. Idiot, fahr! Die Typen sind anhänglich wie die Klepp. Ich will nicht sterben! Er sitzt schon halb im Arsch auf der Straße. Wir schaffen es! Alter, hinter uns sieht's echt nicht gut aus. Aber schön, dass der Bulle sich auch nicht drum schert, dass hier 10 bewaffnete Gangster hinter ihm herlaufen. Aber wir sind gerade schnell genug, dass wir entkommen können. Alter. Ein HP. Nicht gänzlich von der Polizei gesucht. Hoffentlich auch nicht mehr... Hoffentlich werden die Verfolger auch nicht mehr in ihre Autos steigen und uns hinterherfahren. Dann könnten wir diese Mission vielleicht sogar noch schaffen. Davon hängt es jetzt maßgeblich ab. Ansonsten steht dieses Auto kurz vor dem Kollaps. Oh Gott. Puh, ja, das war schon ein bisschen schwierigerer Job als wie der letzte, wo wir unversehrt wieder rausgekommen sind. Hier haben wir es jetzt ganz schön abgekriegt. Aber wir schaffen es tatsächlich. Es sieht gut aus. Es sei denn, die kommen jetzt nochmal angeschossen und rammen uns da voll von der Straße. Weil mit einem HP können wir halt nicht mehr viel anrichten. Auch nur einmal in unsere Richtung. Oh Gott, nein. In unsere Richtung furzen und dann ist es vorbei. But we did it, we seriously did it. Sam ist auch da. Wo war denn der eigentlich? Hätte er ein bisschen helfen können, der Penner. Okay, das wär's. Sieht aus, als wäre Morelle uns mal wieder in die Quere gekommen, Boss. Wir können das Pech offenbar nicht abschütteln. Jungs, ihr werdet es nicht glauben, aber diesmal ist es andersherum. Der Einzige, der dieses Mal Pech hatte... war Morello. Was? Ich habe herausgefunden, wer unser Mr. Gates war. Und? Gates kam gar nicht wirklich aus Kentucky. Er war ein kleiner Dieb, der Morellos Ware geklaut hat und sie an uns weiterverkaufen wollte. Morello weiß nicht, dass er uns einen Deal versaut hat. Er glaubt, dass wir eine Ladung seines teuersten Whiskys geklaut haben. Ich wette, der Bastard ist jetzt glücklich. Unglaublich! Also war Bill nicht mehr als ein gerissener Gauner, der andere Gauner bestiehlt. Na, das ist ja nochmal gut gegangen. Darauf trinken wir. Auf einen weiteren Erfolg, Jungs. Salute. Naja, gerade nochmal gut gegangen würde ich jetzt anders nennen, aber...
Und das Ende der Prohibition 33. Das haben Sie wohl auch nicht gerade gefeiert, hä? Das Ende der guten alten Tage. Ja, nicht gefeiert, aber es war nicht nur schlecht. Sarah und ich konnten endlich heiraten und wir bekamen eine Tochter. Es war eine gute Zeit. Aber die Geschäfte gingen weiter. Während der Prohibition hatten wir einen Haufen Geld verdient, das wir jetzt in andere Deals investierten. Viele von denen waren legal. Wir hatten reguläre Unternehmen wie Bau- und Transportfirmen, Restaurants. Wir leiteten Gewerkschaften. Und natürlich gab es das Glücksspiel, die Wetten, die Lotterien. Es ging uns eigentlich wirklich gut. Wir versuchten, die Finger von Drogen zu lassen, auch wenn das nicht immer einfach war. Kommen Sie, Geschäft ist Geschäft, oder? Da liegen Sie völlig falsch. Die Cosa Nostra ist nicht wie die Japaner oder Chinesen. Drogen bringen vielleicht eine Menge Kohle. Mit Drogen kommt das ganz große Geld, aber noch größere Probleme. Wenn jemand wegen Drogen ein Problem mit der Polizei kriegt, kann er nur eins tun, es zugeben. Sonst schnappt ihn seine Familie und macht ihn kalt. Drogen sind tabu. Ja, klar. Gibt es so etwas wie ein hohes Tier, das darüber urteilt? Sowas in der Art. Die führenden Familien wählen einen obersten Chef. Die kümmern sich um die großen Probleme und stellen die Spielregeln auf. Also haben Kriminelle ihre eigenen Gerichte, die Gesetze machen und Urteile fällen? Das ist ja großartig. Gesetze sind nicht unabänderliche heilige Worte. Jedes Land der Welt hat seine eigenen. Es muss nur jemand mit einer Menge Macht seinen eigenen Willen durchsetzen. Es hängt von dem Menschen ab, ob sie ihm blind gehorchen oder tun, was sie selbst wollen. Warum sollte sich der Don einschränken? Die Mafia hat die Prohibition mit ihren eigenen Gesetzen überstanden. Eine Handvoll armer, ungebildeter Einwanderer aus Sizilien war stärker als das Gesetz, die Gerichte und die Polizei hier in den Staaten. Das erforderte großen Einsatz. Was mit Morden? Mit dem Leiden, das sie verursacht haben? Kommen Sie, glauben Sie, dass die Mafia nur unschuldige Menschen umbringt? Die Mafia bestraft diejenigen, die Gesetze brechen. Und die Mehrzahl ihrer Gesetze auch. Leider können wir niemanden ins Gefängnis stecken oder Bußgelder kassieren. Jeder, der kommt und für uns arbeitet, weiß, was ihn erwartet, wenn er das Gesetz bricht. Menschen lügen und stehlen und es gibt jede Menge Ganoven, die sich etwas darauf einbilden, dass sie die Mafia bestohlen haben. Genau wie die Mafiosi, die sich darüber freuen, dass sie den Staat übers Ohr gehauen haben. Und was ist mit all den Bestechungen, Raubzügen und Überfällen, hä? Hey, die Bullen sind auch keine Heiligen. Kein Don schickt seine Männer los, um Leute zu erschrecken. Und was die Leute für sich tun, geht uns nichts an. Und die Bestechungen? Die meisten Leute kommen von allein zum Don und bitten um Rat und Hilfe. Und sie zahlen gerne dafür. Der Don ist eine geachtete Persönlichkeit. Aber nicht jeder Don ist wie Don Salieri. Das ist die Wahrheit. Na bitte. Ihr System funktioniert, aber wissen Sie warum? Weil ihr eine Bande selbstsüchtiger Mörder seid, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. All der Einsatz nur, damit ihr wie die Schweine in der Scheiße leben könnt. Deshalb seid ihr so erfolgreich. Ihr kümmert euch nur um euresgleichen. Wir kümmern uns um alle. Ein paar Bullen müssen Recht und Ordnung für alle schützen und das ist ein viel härterer Job. Das ist wahr. Aber der Don braucht ihren Schutz ganz sicher nicht. Er kann selbst auf sich aufpassen. Und was ist mit Ihnen? Warum sitzen wir hier? Ja. Bon Appetit. Eine leckere Pizza. Oh ja, das wäre jetzt tatsächlich was. Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss. Was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Ich gehe zum Lunch in Pepes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen Wagen. So, Fasalieri zum Mittagessen zu Pepes Restaurant in New York.
Und eine Seite für 16 Roadster. Den haben wir gelernt zu knacken. Tommy, ich freue mich schon richtig darauf. Pepe ist ein echter Sizilianer und vor allem ein Spitzenkoch. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er, unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Koch, aber Pepe ist ein echter Maestro. So, hätte bitte ein Polizist hier die Güte, sich aus dem Quark zu bilden. Scheinbar nicht. Willst du mich jetzt etwa hier lassen? Genug jetzt. Was soll das denn? Ja, sorry, ich habe noch eine Knarre gebraucht. Ich meine, ich bin, glaube ich, bewaffnet, oder? Ja, toll, mit einem 1911er Colt, der mit zwei Ersatzmagazinen. Ist der Knorke. Da nehme ich mir tatsächlich lieber noch einen kleinen Polizeirevolver mit. So, da sind wir. Zeit zum Spachteln. Endlich. Ich habe einen Bärenhunger. Hallo, Don Salieri. Willkommen. Pepe, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf deine Spezialitäten freue. Fantastisches Essen, Pepe. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Mille grazie, Don. Lob von einem Gourmet wie Ihnen erfüllt mich stets mit Freude. Oh, bitte. Ich bin kein Gourmet. Wenn du wüsstest, was ich gestern zu Mittag hatte, würdest du das bestimmt nicht sagen. Kann ich Ihnen noch etwas bringen, Don? Ich habe einen exzellenten Chianti. Wirklich? Dann bring ihn her, Pepe. Sofort, Sir. Wie hat es dir geschmeckt, Tom? Es war großartig, Boss. Ich muss einmal mit Sarah hierher kommen. Oh ja, das solltest du wirklich tun, Tom. Pass nur auf, dass du Sarah nicht beleidigst. Sie kocht schlechter als Pepe. Oh. Na, das war ja wieder klar. Was zum Teufel ist los? Hey, Salieri! Das Mittagessen. Morello hat wohl nichts Besseres zu tun. Sie hätten mich den Wein probieren lassen können. Kommen Sie raus und wir bringen es hinter uns. Wirf ihm sein Geschenk rein, Joey. Am besten wir räuchern ihn aus.
Für Sie zu arbeiten wird nicht langweilig, Boss. Was hast du gesagt? Meine Ohren pfeifen noch von der Explosion. Ja, Boss. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht raus. Versuch, hinter Sie zu kommen, während ich Sie ein wenig unterhalte. Ja, Boss. Seien Sie vorsichtig. Wow. Alter Vater. So. Ah, okay. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Meine Ohren klingeln immer noch. Ich muss schon sagen, du hast Mumm, Tommy. Du hast meinen Arsch gerettet. Sie waren auch nicht so schlecht, Boss. Teufel, das war verrückt. Gott sei Dank hat sich Pepe versteckt. Armer Kerl, ich muss ihm etwas Geld schicken für die Reparaturen. Sollten wir. Boss, ich frage mich, woher Sie wussten, wo wir waren. Glauben Sie, die sind uns gefolgt? Ich glaube nicht, Tommy. Ich glaube, ich weiß, wer mich verraten hat. Wer? Carlo, mein Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Er ist der Einzige, der wusste, wohin ich gehen würde. Und außerdem hat er sich für heute krank gemeldet. Er wusste genau, was passieren würde. Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Ich zerreiße ihn in der Luft wie ein Hund. Carlo wohnt in einem gemieteten Haus in Little Italy. Ein Stück von unserer Bar entfernt. Unten befindet sich eine Pizzeria. Fahren wir hin. Na dann, Rache für den Verrat. Ja, ich fahre ja schon weg. Verschone mich. Ja, liebe Freunde, Mensch, was für eine Folge. Es ist mal wieder richtig abgegangen. Den Rest der Folge geben wir uns dann beim nächsten Mal, denn wir sind mit diesem Part hier leider schon wieder am Ende. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, das ist schon. Es ist immer krass, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Oder wenn viel Action passiert, so wie jetzt in diesem Part, das ging ganz schön ab. Ich hoffe, der Don Salieri muss nicht nochmal zum Kämpfen, weil ansonsten, glaube ich, beißt der gute Kerl nämlich endgültig ins Gras. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr wieder am Start wart. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Mafia. Bis dahin, euer Max. Ciao, macht's gut, liebe Freunde.